Schönen guten Morgen. Wir machen uns gerade auf zum Frühstück und plündern jetzt mal das Buffet. Aber, genau, aber heute ist leider ein blöder Tag für uns, weil es regnet wie Sau. Das ist nicht so toll. Wir hoffen, es hört gleich noch auf, weil eigentlich wollten wir heute noch so viele Sachen unternehmen. Ziplining. Richtig, richtig viel. Wir wollten Ziplining machen, wir wollten auf dem Marina Bay Hotel, auf das Hotel drauf, oben uns was trinken und die Aussicht genießen. Wir wollten die Lasershow davor sehen, ganz, ganz aber viele Sachen. Aber vielleicht hört es ja gleich auf zu reden. Ja, wir hoffen, dass das noch klappt. Das wäre richtig, richtig cool. Das ist jetzt das Frühstück. Ganze Mengen Obst. Orangensaft und wir haben sogar Sojamilch gefunden. Richtig cool. Und Daniel hat etwas Warmes gefunden. Ja. Wie es ausschaut, haben wir Glück. Das Wetter ist ein bisschen besser geworden. Es regnet zumindest nicht mehr. Nachdem wir frühstücken waren, heute Morgen sind wir aufs Zimmer gegangen, haben noch ein bisschen gearbeitet. Ich habe mir mal die Haare wieder geschnitten, wie man sieht. Ja, ist vielleicht ein bisschen kurz geworden, aber sonst ganz gut. Ja, und jetzt gehen wir runter. Der Christian, der kommt jetzt auch, mit dem wir gestern unterwegs waren. Und ja, dann schauen wir mal, was wir uns heute noch Schönes angucken und wie lange das Wetter gut bleibt. Wir hoffen, es passt, oder? Ja. Definitiv. Ja. Und die Lasershow sehen. Hoffen wir, dass alles klappt. Wir fahren jetzt zu dem Ziplining, weil es ist nämlich trocken geblieben. Wir freuen uns schon extrem darauf. Ist ja süß. So, wir sind jetzt auf Sentosa Island hier und suchen jetzt hier den Mega Zip Adventure Park und dann wird gesiplined. Seid ihr schon aufgeregt? Nö, noch nicht. Überhaupt nicht. Hier ist wieder Zikadenalarm. Die sind so klein. Ja, man kann die jetzt nicht scharf sehen, aber das da bei meinem auch unscharfen Finger ist die Zikade. Und die macht so einen Lärm. Wir sind jetzt im Mega Zip Adventure Park angekommen. Erstmal durch den Dschungel gelaufen, obwohl man das gar nicht musste. Ja, genau. Es hat hier wieder angefangen zu regnen, der Weg war matschig und so. Und ja, wir sind da erstmal eiskalt durch, obwohl es auch einen sauberen Weg gab. Ja, und hier sieht man mal genau, was man alles machen kann, was es kostet. Na, wie viel wiegst du? 78. 78? Und? Kannst du den nehmen? Okay, und der Ostermann, wie schwer sind Sie? Oh, ganz knappe 72. Wir stecken jetzt in den letzten Vorbereitungen und ich bin schon aufgeregt, auf jeden Fall. Ich finde sowas immer total genial, aber davor bin ich schon sehr aufgeregt. Nicht nur du. Ja, du auch. Ja, wir werden jetzt unsere Geschirre vorbereitet und dann hängen wir gleich am Seil und es geht ab in die Tiefe. Und wie sieht's aus? Noch ruhig? Der Ostermann, der geht schon los. So, jetzt werden wir gerade eingepackt hier. Und wir hoffen, sie machen keinen Fehler. Bei mir sieht es schon so aus. Und dann geht's gleich los. Das Team ist ready. Yeah. Ready for takeoff. Ja, richtig cool. Das hat jetzt zwar 40 Singapur-Dollar gekostet, also 28 Euro pro Person, aber das wollten wir uns mal gönnen. Das wollten wir damals in Thailand schon mal machen. Und ja, wir sind echt gespannt, wie es wird. Da sind wir ja schon ein bisschen nervös und hier sieht man schon mal, wo es runtergeht. Direkt nach Sentosa Island an den Strand. Ja, schauen wir mal, wie es wird. So, jetzt geht's los. Wir werden festgemacht. Und das sieht doch schon hoch aus auf einmal.
Oh, wie cool. Sehr gut. Und wie war's? Voll geil. Voll geil. Sehr gut. Oh, das war wirklich, wirklich geil. Nur viel zu kurz, das hätte echt länger sein können. Also, ich meinte ja gerade, sollte eine Minute gehen. Ich habe ja oben gefragt. Okay. Aber das hat sich nicht angefühlt wie eine Minute, oder? Nee. Wenn es eine Minute war, dann war es die kürzeste in meinem Leben. Aber echt, echt cool. Ja, echt cool. Nochmal! Was cool ist. Ja, wenn ihr das auch mal macht, dann könntet ihr jetzt für 20 Dollar nochmal, nee, stimmt gar nicht, am Wochenende für 20 Dollar nochmal fahren. Wir haben heute Freitag, wir könnten jetzt für 15 Euro nochmal fahren. Ist eigentlich dann, ja, ein ganz faires Angebot. Jetzt geht's erstmal mit dem Taxi zum Mount Faber. Normal wollten wir gerade mit der Cableway-Bahn fahren. Aber das Ding kostet auch mal eben wieder pro Person, was war's? 33 Dollar, glaube ich. Das wären ja bei zwei Personen auch schon mal 66 Dollar. Taxi ist da doch einiges günstiger, auch wenn es echt schön gewesen wäre wahrscheinlich, aber das knallt zu derbe rein. Bell of Happiness war das gerade. Echt? Ja. Weißt du? Komm, schlag hier einmal die Glocke, die Bell of Happiness. Ja, komm, mach du mal. Das bringt Glück. So, heute gibt's mal für alle Spaghetti. Guten Appetit. Danke, guten Appetit. Ja, so eng wäre es gewesen, wenn wir jetzt in so einer Kabine von der Bahn gewesen wären. Die Fahrt ist, glaube ich, auch relativ lang, also wäre bestimmt auch ganz lustig gewesen. Wir sind jetzt ja, wie gesagt, auf dem Faber oder Faber Point. Wir gehen jetzt zu den Henderson Waves. Das ist so eine Brücke, die ist wohl, ja, geschwungen halt wie Wellen. Der Christian hat das letztes Jahr schon mal gemacht. Der meint, das wäre ziemlich gut. Sehr gut. Freuen wir uns drauf. Mal schauen, wie es ist. Na, samt Pfote. Das ist aber echt eine coole Brücke. Hier an dem Punkt hier gerade, da stehen wir genau 74,14 Meter über dem Meeresspiegel. Hier ist wieder so eine Welle. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz schöner Walk hier. Nur, wir haben noch keine Affen gefunden. Hier soll es nämlich Affen geben und überall wird vor den Affen gewarnt. Aber, ja, da habe ich hab einen gefunden, da. Ja, noch keinen gesichtet bis jetzt. Der größte Affe, den wir jemals gesehen haben. Ich habe einen. Ah nee, das ist ein Eichhörnchen. Ich habe es im Busch gesehen, da unten. Der Christian hat uns gerade erzählt, das Gebäude, was man da gerade sieht, das hat 2015 den Designpreis bekommen. Weil das so interessant gebaut ist, so verschachtelt. Ja, Christian, der war schon hier, der hat echt gute Informationen für uns. Wäre ein sehr guter Tourguide auf jeden Fall. Hör doch auf. So, wir waren jetzt noch ein paar Minuten hier auf dem Zimmer. Hatten uns ein bisschen ausgeruht und jetzt geht's weiter. Wir fahren nämlich nochmal ans Marina Bay Sands, da ans Ufer praktisch, und wollen nämlich die Lichtershow sehen. Das steht noch auf unserer Liste. Wir haben eigentlich noch ganz, ganz viel auf unserer Liste hier stehen, ja. Aber das schaffen wir jetzt gar nicht mehr. Das ist voll traurig, aber wir werden auf jeden Fall wieder nach Singapur kommen, weil es echt so ein cooles Land ist. Das ist richtig, richtig cool. Ja. Wir waren richtig spät dran gerade, aber schaffen es scheinbar doch noch pünktlich, weil die Show, glaube ich, jetzt um 8 Uhr anfängt. Wir müssen jetzt echt eine Minute vorhaben oder so. Treffen wir jetzt den Christian hier wieder an dem Merlion. Und sieht so cool aus wieder. Ja, das ist so geil, die Skyline beleuchtet nachts. Das ist so schön. Echt Wahnsinn. Ich hätte noch gerne mehr hier so im Club gesessen und so. Mhm.
So einfach mal wirken lassen. Ne? Ja. Ja. Christian ist wieder am Start, der hat schon länger auf uns gewartet. Wie gesagt, wir waren echt ein bisschen knapp dran. Aber die Show fängt, glaube ich, jetzt auch an. Ja, und dann sind wir mal gespannt. So, das ist jetzt einmal der Merlion im Dunkeln. Schön angeleuchtet, das sieht auch richtig cool aus. Aber allgemein gesehen war die Lichtshow echt ein bisschen schwach, oder? Ja, also zumindest von hier aus, wo wir waren. Ich finde die von ganz weit weg viel, viel besser. Ja, viel, viel besser. Ist halt auch umsonst und die ist mega. Ja. Also es war schön, aber es fehlt jetzt ein bisschen der Pep. Ja, genau. Also man hat auch von der Musik hier nicht so viel gehört. Vielleicht hätte man sich nicht so direkt zu dem Merlion setzen sollen, weil da war das halt von dem Wasserstrahl hier schon echt laut. Es sah nett aus, aber so richtig was Besonderes war es jetzt irgendwie nicht. Vielleicht ist die Show an manchen Tagen auch anders, aber ja, jetzt geht es erstmal was futtern. Satay of the Bay. Das ist auch ganz cool hier. Hier vorne so zwischen Merlion und zwischen der Marina Bay Sands. Da sind immer Konzerte und auch komplett umsonst. Nicht schlecht. Wir gehen jetzt auf das Hotel. Oh cool, guck wie das aussieht. Mega. Wir sind jetzt auf dem Marina Bay Sands Hotel auf dem Skydeck und die Aussicht ist so brutal, das ist richtig, richtig hammermäßig. Das ist einfach nur genial von hier oben. Und da hinten in der Ferne, da kann man auch den Pool von Marina Bay Sands sehen. Der ist ja so weltbekannt und berühmt. Wir sind leider nicht bis dahin gekommen, weil ich, Leute, leider Flipflops anhabe. Der Christian und Jesse, die sind schick gekleidet. Bei mir geht's eigentlich auch, bis halt auf die Flipflops. Und ja, da wollten sie uns leider nicht mit reinlassen. Aber da sieht man halt mal ein bisschen davon. Christian verlassen, ist echt schade, ja. Es war so schön mit dir.
Ja, unsere Zeit in Singapur neigt sich dem Ende. Wir gehen gleich ins Bett. Wir haben jetzt schon wieder fast 12 Uhr nachts. Und ja, wir müssen noch unsere Sachen packen. Wir müssen noch gucken, wann wir morgen früh losfahren müssen. Weil wir wahrscheinlich mit der MRT wieder zum Flughafen fahren. Es sei denn, das dauert viel zu lang. Mal schauen. Und ja, der Abschied von Christian fiel uns gerade nicht so leicht. 2 Tage jetzt und einen Abend, was wir mit ihm zusammen gemacht. Super, super netter Typ. Ja, vielen lieben Gruß nochmal an dich. Es war eine richtig schöne Zeit. Und danke für alles. Danke für alles, definitiv. Und ja, wir hoffen, wir sehen dich auf jeden Fall nochmal wieder. Und bleib so, wie du bist, auf jeden Fall. Du bist ein richtig echter Kerl. Und das, was du gibst, das kommt hoffentlich immer doppelt, dreifach und 10.000-fach zu dir zurück. Ja, und in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt aus Singapur. Wir hoffen, wir kommen auf jeden Fall nochmal zurück, weil uns hat es dir super gefallen. Es war alles anders als erwartet und positiv aber. Ja, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt in einer Stadt irgendwie. Ja. Mir fällt es irgendwie schwer, jetzt zu gehen. Ja, ist komisch. Also, das hat man echt noch nie bei einer Stadt. Aus Bali wollten wir eigentlich nicht weg, weil wir wussten, es kommt eine Stadt. Da sind wir in der Stadt und eigentlich hätten wir noch 2, 3, 4 Tage mehr gebraucht, um echt die Sachen zu sehen, die wir gerne gesehen hätten, um die Sachen mal richtig zu genießen und aufzusaugen. Und wir sind jetzt viel von A nach B gehetzt, um einiges zu sehen. Hat leider auch nicht alles geklappt wegen dem Wetter und so. Oder jetzt auch auf dem Marina Bay Sands, weil irgendwann Flipflops konnten wir da nicht drauf, wo wir hin wollten. Aber ja, aber es die war Stadt, auf jeden Fall viel Programm und sehr intensiv Stadt und hat sehr, viel sehr, sehr cool. Und ja, ich kann es nur jedem, oder wir können es nur jedem empfehlen, hier nach Singapur zu kommen, weil, also uns hat es super gefallen. Genau, es ist halt. Ist die erste Stadt, wo wir halt nicht weg wollen. Ja, oder gerne noch ein paar Tage länger. Ja. Das ist zwar teuer hier, das muss sich jeder im Klaren sein, das ist echt kein billiger Spaß hier, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also die Skyline und ach, es ist echt einfach schön hier. Bevor wir uns jetzt verquatschen, das Video 20 Minuten lang wird, sagen wir. Tschüss aus Singapur, beziehungsweise und morgen früh sehen wir uns noch, aber dann geht's nur noch zum Flughafen. Dann geht's nach Sumatra. Ja, und dann wollen wir die Dschungelsafari machen und Orang-Utan sehen. Und dann mal gespannt. Ja, in diesem Sinne, schlaf gut, gute Nacht, was auch immer ihr gerade für eine Tageszeit habt, guten Morgen und dann bis zum nächsten Video. Genau. Ciao. Ciao. Ja, unsere Zeit in Bangkok. In Bangkok. Ich guck da mal begeistert.